Bullseye. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Sikkim den Kroiken. Und ich habe mir bereits einen kleinen Namen für die schöne Stadt hier ausgelegt. Und zwar mache ich dazu mal ein Schildchen. Und wir haben hier ein kleines Holzproblem. Das müssten wir gleich lösen. So, blub. Na, 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 na. Bam. Bam. So, ein Schildchen. So, wo machen wir das denn hin? Ich würde mal sagen, wir machen das so hier hin. Stadt Schmiede von, jetzt kommt's, ich nenne die Stadt Sebi-Steck, Stadt S-E-B-Y und dann Stadt. So. Finde ich relativ cool, den Name. Ist mir auch mal eingefallen nach längeren Bewegungen. Und möchte ich auch sagen, es wird hier etwas eng. Und deshalb tun wir jetzt ein wenig Holzfarm. Und dann gehen wir in eine Höhle und tun ein bisschen Koppelfarm und verarbeiten dann das Koppel, vielleicht noch einen Stein, dann einen Steinziegel. Und ich weiß nicht, ob wir unsere ersten Häuser erstmal mit Koppel bauen. Aber Fakt ist, die Schilder brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Das lasse ich hier drin. Ne, die Eichen, die tue ich jetzt auch nicht anpflanzen. Ja, da sind wir auch wieder und nach einer kurzen Unterbrechung, ich musste da mal kurz wohin gehen und wir machen jetzt natürlich ganz schnell weiter und holen das benötigte Holz. Ja, was ich in der Folge verkünden wollte, oh, das ist ein bisschen komisch. Komisch. Wir wollten natürlich von da drüben jetzt erstmal das Holz holen und ich wollte aber auch erstmal was sagen. Ich habe nämlich mir einen Stadtnamen ausgedacht und ja, ich hoffe, ihr habt Gefallen an ihm. Ich nenne diese kleine Stadt, die wir hier aufbauen werden, die Sebi-Stadt. Warum, weiß ich auch nicht, aber mir hat der Name einfach so gefallen. Der ist mir spontan mal eingefallen. Und ja. Das war was anderes. Und zwar wird das mit Y geschrieben. Ich glaube, ich auch schon gezeigt, wo wir das kleine Schild aufgehangen haben. Aber ich sag's jetzt nochmal. Mal noch ein bisschen Holz, aber ich hole das jetzt mal ins Anfangsinventar. Lass mir mal sehen, wie viel Holz mir schon gefällt haben. Und hier fallen die Saplings runter. So will ich das sehen. Wir brauchen natürlich auch Birkenholz. Ich glaube, Tannen haben wir ja auch. Bräuchten wir dann nur noch einen Dschungel, aber Dschungelholz sieht fast genauso aus wie das Fichtenholz.
Also soll man da anders dran machen. Ich tue jetzt mal das Birkenholz auch mit hier unten reinziehen. So. Mir wieder ein wenig Holz gesammelt und ein wenig Essen. Guck mal, das ist Mohn und das müsste dann der Rosenbusch sein. Wenn mich alles nicht täuscht. Wir haben eine Schere dabei. Okay. Vielleicht kriegt man dann noch Mohn raus, wenn man das so abbaut. Aber man kriegt da auch Mohn raus. Und wenn ich das jetzt anpflanze. Wie sieht das da aus? Okay, das pendelt mal zwischen den drei Formen. Bestimmt. Es wird Nacht. Bevor die Monstern kommen. Apfel. Oh, jetzt habe ich mir natürlich hier ein Blatt abgemacht. Ist natürlich nicht schlimm. So, bevor die Nacht einbricht. Dann guck mal den Himmel an. Der ist da nicht herrlich. Ist der nicht herrlich? Die Sterne funkeln so schön. Der Weg. Das ist richtig komisch. Ich habe mir schon... Oh, hier drin ist ein Schwein. Wie kommt das denn hier rein? Hm. Komisch. Ja, ich habe das nochmal. Sebi-Stedt wird so geschrieben. Und wir legen uns mal schlafen. So. Jetzt tun wir das Holz in die Truhe rein. Gehen auf eine kleine Tour in eine. Oh, guck mal, das finde ich jetzt schön. Wir können da jetzt eigentlich den Apfel essen. Ja, noch ein halbes Hunger haben wir noch. Wollte gerade sagen, wir können ja mal so. Ah, jetzt Wasser. Es geht auch nicht sehr tief runter. Das lohnt sich nicht, drunter zu springen. Denn hier, das lohnt sich doch schon eher. Eine Schlucht, ein Minengang, ein Minengang. Da drüben ist Eisen. Überleben wir das, wenn wir das Wasser springen? Machen es einfach. Da drüben brennt schon etwas. Ja, in die erste Zeile hier ein bisschen Koppel holen. Ah, das hätten wir auch mal weglassen können, ja. Brauchen wir nicht. Ah, ist egal. Hier drüben ist Eisen. Richtig viel Eisen.
Kacke. Die hätten wir jetzt mitnehmen können. Aber wir haben noch keine... Ach, da ist Kohle. Wartet mal einen kleinen Moment. So. Bauen wir uns mal dort hoch. Hochgebaut. Gleich ein paar Schienen mitnehmen. Spinnenweben. Das lautet auf einen Spinnenspawner. Hier sind sie schon. Hier sind sie schon. Die Biester. Kann ich schlagen? Lass mal was essen. Erstmal was essen. Und ja, ich glaube, das sieht uns auch gleich. Das macht es schon. Aha, und schnell rein. Hier ist Eisen. Das Schwert ist gleich kaputt. So, es ist der Spawner kaputt. Wow. Ich kann nicht schlagen. Na komm. So. Ich weiß nicht, ob ihr gerade was seht, aber ich sehe was. Eine Schlucht in einer Schlucht. Hier unten ist ein Blob. Ne, ist ein Creeper. Ich bin gerade auf der Suche nach weiteren Eisenvorkommen. Das eine Truhe in einer Lore. Da ist auch Eisen drin und Kohle. Das bauen wir natürlich ab. Und das ist auch Eisen. Da gehe ich jetzt nicht hin. Hier ist noch Eisen. Wow, man.
So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Das ist Kohle. Können wir auch mal mitnehmen. Wenn wir das so machen, sparen wir uns Sachen. Was machen Sachen? Sie machen Sachen. Mir tut jetzt schon mein Zeigefinger weh. Creeper! So, wir müssen jetzt wieder ein bisschen höher kommen. Zombie. Hier ist noch Eisen. Nehmen wir natürlich noch mit. Unsere Spitzhacke ist gleich im Arsch. Wir wollen aber nicht runter, wir wollen hoch. So. Wow. Fuck. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Erstmal wieder regenerieren. Und
Also, das hätte unser Tod sein können, ein halbes Herz. Schnell hoch. So. So. Und die Spitzhacke ist wirklich gleich im Arsch. Ich guck mal, wie viel die noch hat. 3. Okay, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. So wie ich gerade sehe. Machen wir noch kaputt hier. So. Von wo kamen wir denn jetzt? Von hier, der Seite. Da ist unser Reich. Und das will ich mal sagen, jetzt morgen mit Bauen los. Freue ich mich schon drauf. Und ja. Sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao.